Solltest du Werbung auf verschiedenen Plattformen machen und wenn ja, auf welchen? Das Thema werden wir heute einmal diskutieren und dir natürlich auch Tipps geben. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe heute den Sahat Schamo wieder mitgebracht. Ja, und wir werden ein sehr heißes Thema diskutieren, und zwar, welche Plattform soll ich für mein Produkt verwenden? Soll ich überhaupt verschiedene verwenden? Was macht da Sinn? Und das ist, ich würde sagen, ein Thema, was so jeden von unseren Kunden betrifft. Ja, weil es gibt natürlich auch viel Angebot. Du hast Facebook, du hast Instagram, du hast Google, seit neuestem auch Snapchat und noch so ein paar andere Netzwerke. Und ja, wir müssen uns natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen und wollen jetzt mal so ein bisschen unsere Learnings mitgeben. Also das Erste, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es definitiv zum Teil auch eine Budgetfrage ist. Ja, weil du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich habe 300 Euro Marketingbudget im Monat. Damit möchte ich bei Facebook, Google und Snapchat jetzt Werbung machen. Das würde nicht funktionieren, das ist halt zu wenig. Also bei unseren Kunden ist es halt wahrscheinlich so, dass die meisten von denen die ersten Gehversuche im Online-Marketing machen. Und dann ist es natürlich so, dass wir sagen, gut, wenn du jetzt sowieso erstmal in Anführungsstrichen nur ein Testbudget verwenden möchtest, dann lass uns das machen, was erfahrungsgemäß am besten funktioniert. Und es ist nun mal bei den Produkten rund ums Haus, bei unseren Partnern, ganz, ganz häufig Facebook und Instagram. Also die Werbung läuft zusammen auf den beiden Netzwerken. Und deswegen würde ich sagen, setzen wir das auch mit 99% unserer Kunden zum Start einer Kampagne mal um, dass wir sagen, es ist Facebook oder Instagram. Und das schalten wir halt von Anfang an. So, jetzt ist natürlich auch das Ziel, und das ist ein wichtiges Wort, was du dir merken solltest, das Wort Omnipräsenz. Omnipräsenz ist ein Ziel, was wahrscheinlich jeder hat und was man, ich würde sagen, am besten auch über das Internet verfolgen kann. Also Omnipräsenz heißt ja einfach nur, dass du immer für deinen Kunden präsent bist und immer heißt demnach auch auf verschiedenen Plattformen. Weil es ist natürlich für den Kunden, ich sag mal, schon eine coole Erfahrung im Bereich des Marketings, wenn er dich heute Morgen auf Facebook sieht, dann von mir aus nachmittags nochmal irgendwie bei Google und abends nochmal auf Instagram. Hat er dich dreimal gesehen auf drei verschiedenen Kanälen. So, und das stärkt natürlich unglaublich das Vertrauen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, auf verschiedene Plattformen zu gehen. Aber das, wie gesagt, geht halt erst, wenn du ein bisschen Budget zur Verfügung hast. Und das geht wahrscheinlich auch erst, wenn du das erste Mal ja auch Rückflüsse über eine Online-Marketing-Kampagne hast. Und da würden wir eben empfehlen, mit Facebook oder Instagram zu starten. Ganz simpel. Und dann kann man das Ganze da auch entsprechend ausweiten. Aber dazu hat mein Kollege noch ein paar Tipps für dich. Ja, das Budget ausweiten, also anpassen, wo schalte ich denn lieber oder wo schalte ich zuerst, hat ja Nico schon jetzt ein bisschen gesagt, warum wir 99% empfehlen. Vielleicht noch ein Punkt, den du, glaube ich, eben nicht gesagt hast, ist, es ist auch innerhalb einer Plattform natürlich noch, gibt es noch unterschiedliche Art und Weisen, wie man Werbung schalten kann. Also gehe ich jetzt nochmal auf Google ein, ob du jetzt Display oder nur eine Suchkampagne machst. Ja, es gibt also einen Unterschied überall. Und das Erste, womit du dich selber auch befassen solltest, bevor du das Budget jetzt richtig platzierst, ist auch, ja, mein Produkt, ist das etwas, was die Leute zwingend brauchen, schnell, oder ob es ein Long-Term-Produkt ist, also das sich aufbaut, was du nicht sofort brauchst, aber gerne mal hättest. Ja? Und je nachdem kannst du natürlich auch das Budget jetzt so verteilen, dass du sagst, vielleicht auch wenn du Produkte hast, die sofort gekauft werden können, zum Beispiel ein Update, eine Erweiterung und so weiter, was halt mehr Thema für Google wäre, oder ein ganzes Terrassendach oder eine Küche, eher was für Facebook und so weiter. Also worauf ich hinaus will, ist, du wirst nie die perfekte Lösung finden, aber du kannst schon dein Produkt ein bisschen mehr der Plattform anpassen. Da sind wir uns absolut sicher, dass gewisse Produkte auf Google zum Beispiel 1000% besser funktionieren. Und so ehrlich wären wir auch in unserer Analyse, wenn wir sagen, hey, wir haben jetzt vielleicht vorher gesagt, Facebook sollte es werden, aber jetzt haben wir uns nochmal mit deinem Produkt auseinandergesetzt und denken, wir haben mit Google mehr Erfolg. Das kann immer sein. Und deswegen sag niemals, ich mache nur das oder das. Sei lieber offen für beides. Und lass dich von uns beraten, was für dich effektiver ist. Und lass dem auch das Budget dahin gehen. Also ich würd, glaube ich, nicht sagen, ich setze mir 300 Euro für Facebook, 300 Euro für Google, sondern ich würde eher sagen, wie passt es denn aktuell? Ja, kriege ich auf Facebook mit meinen 300 Euro genug und schalte dann zusätzlich vielleicht noch 100, 150 Euro auf Google? Oder vielleicht sogar andersrum, dass ich sage, hey, für mein Kernprodukt will ich immer, dass die Leute, wenn die suchen, mich direkt finden und im Retargeting, also wenn sie schon mal irgendwann auf deiner Webseite und so weiter waren, dass sie dann ein Video von dir ausgespielt bekommen. Ja?
Beispiel nochmal von uns selber, von der A&M, was wir zuletzt gemacht haben, war auch super cool. Ich meine, das kam in ganz Hannover, wo wir halt unseren Firmenstandort haben, sehr gut an. Und zwar haben wir sogar eine Print-Werbung gemacht. Ja, das heißt, wir haben nicht mal Online-Werbung gemacht, sondern an eine Haltestelle. Es ging um den Bereich der Mitarbeitergewinnung und haben dann vor Ort Videos aufgenommen, die wir dann sozusagen auf Facebook auf kalt geschaltet haben. Das heißt, Leute, die das zum allerersten Mal sehen, und haben auf YouTube ein zweites Video gemacht. Alle, die schon mal auf Facebook unsere Anzeige gesehen hatten. Und da war der Einstieg, na, wir schon wieder. So nach dem Motto, hey, du hast uns jetzt dreimal gesehen, warum bewirbst du dich nicht? Und das ist halt, um das Thema Budget nochmal zu definieren, ist auch, dass ich würde vorne maximal Geld reinspenden, also im Neukundengewinn, und im Retargeting vielleicht die Hälfte von dem, was du im Neukundensegment machst oder in der Mitarbeitergewinnung. Ja, wunderbar. Also hier hast du mal so ein paar Tipps an die Hand bekommen. Wie gesagt, wenn man das Ganze plattformübergreifend macht, gibt es da so einige Spielereien, die man noch machen kann, die auf jeden Fall sinnvoll und ja, sehr interessant sind. Aber das Ganze macht halt nur Sinn, wenn so ein bisschen Budget auch zur Verfügung steht. Ansonsten guck dir gerne nochmal das andere Video an zum Thema Facebook gegen Google. Da gehen wir nochmal ein bisschen tiefer auf die Unterschiede der beiden Plattformen an. Ist definitiv, ich sag mal, ergänzend zu dem Thema noch ganz wichtig. Und ansonsten viel Spaß bei den weiteren Videos. Abonnier unseren Kanal, gib uns gerne einen Kommentar ab, schreib mal vielleicht dein Produkt dazu und frag uns, was die richtige Plattform dafür wäre. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.